So, dann sagen wir mal Hallo und herzlich willkommen zu Sea of Cheese. Richtig gesagt, ja, ne? Ich hoffe mal. Ich bin der Zofarok und mit dabei, sieht ihr auch, da ist ein Katral. Hallo. Und wir sind die schlimmsten Piraten überhaupt hier. Und wir haben noch nix. Ich bin mal gespannt. Also das Ding ist ja released jetzt, ist raus, nicht? Und, oder schon länger. Schon länger raus. Ja, ein bisschen. Ja, und wir wollen da mal ein bisschen hier schauen. Ne? Gucken, wie weit wir kommen. Das Schlimme ist, wir haben noch gar nichts. Wir sind kleine Anfänger. Wir haben keine Ahnung, keine Klamotten, nix. Genau, richtig. Und hier laufen eine ganze Menge andere Typen rum. Die haben schon eine ganze Ecke mehr. Ich weiß auch nicht, ob man hier so ein Anfängergebiet hat. Werden wir gleich sehen. Ah, ich sehe unser Schiff. Hui! Oh ja. Ja, also... Also was schon mal sehr positiv ist, wir haben das ja mal kurz in der Alpha oder Beta gespielt. Man kam sofort drauf. Das war schon mal sehr gut. Genau. Keine Verbindungsprobleme, alles gut. Genau, das läuft wunderbar. Was haben wir hier denn? Ein Händler oder sowas? Ach, guck mal hier. Hier ist der Typi hier. Da kriegen wir eine Karte. So. Ach, siehste. Herbert. Das ist der Herbert. Herbert. Hallo Herbert. Rück mal die Karte raus. Hast du die Karte? Du mit dem? Nö, ich dachte du. Ach so, ich hier. Ja, hallo Herbert. Herbert. Angebot der Goldsammler durchsuchen. Was haben wir hier? Hallo Herbert. Was haben die Goldsammler eigentlich? Mhm. Karte. Genau, irgendwann am Anfang kriegen wir, glaube ich, eine kostenlose Karte. Okay. Mal gucken, ob wir eine kostenlose kriegen. Wo ist denn die? Oh ja, da. Ja, ich will es kaufen. Kostet ja nichts. Ist ja gratis, ne? Genau. Wie viel haben wir? Drei Stück? Können wir drei Stück kaufen? Ich kaufe mal alle drei. Wenn es geht. Ja, warte mal, ich kaufe mal alle drei hier. So, rück raus. Ja, umsonst, ne? Guck mal auf Goldgräber. Gold. Alles klar. So, dann werden wir, wie gesagt, Schatzkarten habe ich in der Tasche, glaube ich. Ich weiß nicht, wo das Inventar ist. Ach, ich habe wirklich unser Inventar. Wie war denn das noch gleich? Ne, da nicht. Ich glaube, E oder R gedrückt halten. Ups. E? Und dann kannst du mit Taste F kannst du weiterblättern. Der zeigt mir nichts. Aber die Karte, die müssen wir doch jetzt auf dem Schiff hinten, unten drunter da drauflegen auf den Tisch. Normal müsste sie da sein. Genau. Gehen wir mal aufs Schiff rauf. Mensch, ist das ein schönes Schiff. Was haben wir hier denn? Was ist das denn für einer? Hallo Kumpel, hallo. Ey. Kaufmann. Mildred. Aha. Ah, Mildred. Hello, dearie. Was hast du denn zu verkaufen? mal schauen hier. Wir dürfen hier gar nichts. Wir dürfen hier gar nichts, nein. Wir haben noch kein Ansehen. Man kennt uns nicht. Goodbye, my lovely. My lovely. Das soll sich ändern. Ja, das soll sich ändern. Auf jeden Fall. Das hier noch. Shelly. Ah. Hallo, Shelly. Yeah, what? Was hat Shelly? Was hat denn Shelly für Angebote? Oh, da können wir unser Schiff pimpen. Genau. Heiliger Flagge. Was haben wir noch? Galionsfigur. Der Schiffsratte. 70.000 Goldstücke. Ja gut, okay, das dauert noch ein bisschen, bis wir so weit sind. Oh, es wird schon dunkel hier. Und ganz schön der Seegang schon wieder. Na gut. Lass mal aufs Schiff rauf. Kommen wir denn rauf? Raufspringen. Genau. So. Da unten ist die, genau, da müssen wir die Karte irgendwie drauflegen. Oder hier musst du die drauflegen, auf dem Tisch. Seefahrt vorschlagen. Ich schlage mal was vor, ich nehme mal das Erstbeste. Jawohl. Abstimmen. Nehmen wir. Zack. Gut. Für die Fahrt abstimmen, soll ich das auch noch selber? Ja, muss noch selber abstimmen. Okay. Na gut. Jawohl. Vom armseligen Scorch Oberg. Finde auf dieser Einführungsreise das Gold eines armseligen Piraten. Ja. Na okay. Nehmen wir. Was sagt die Achso. Karte? Muss man schauen, muss man hier die Karte benutzen. So. Mission erhalten. Mission erhalten. Okay, wo soll man denn hin? Gib mal einen Tipp. Normalerweise müsstest du jetzt in deinem Inventar eine Karte haben. Müsste ich? Glaube. Hier. Da ist doch was. Genau, und da müsste eine Insel abgezeichnet, aufgemalt sein. Kannst du ja auch mal zeigen, die Karte. Genau. Da war es noch so, ne? Ah, okay, die sieht aus wie so eine angefressene Pflaume. Keine Ahnung. Okay. Angefressene Pflaume?
Ja, es wäre so ein bisschen so ein kaputtes Herz. Also jetzt eine. Okay, kaputtes Herz. Mal schauen, ob wir sowas finden. Ja. Gucken wir mal. Die kann ja nicht so weit weg sein. Hier oben ist sie schon. Ich hab sie. Wenn ich dann. Warte mal, kann ich auch hier. Zack, oh, da habe ich markiert. Genau. Ey, perfekt. Cool, wir müssen einfach nur geradeaus fahren. Das ist in Barnacle Cay. Und zwar, ja, genau. Barnacle Cay. Okay, komme ich jetzt hier raus? Wie kann ich meine Karte wegpacken? Wegpacken? Ah, so, alles klar. Sehr schön. Ich würde sagen, du bist der Steuermann, ne? Und ich bin hier der Arbeiter. Das ist eine gute Arbeitsverteilung, gefällt mir. Okay, dann so, licht dich mal den Anker. Siehst du, das kann er gut alleine, alles klar. Ah, ich bin ein starker Kerl. Genau. Dank Schaffi. So, achso, Segel. Segel kommt auch. Segel wäre gut. Ach siehst du, Segel ist da, wunderbar. Ja, mal volle Kraft da vorne. Vorne ist schon die Insel. Ich bin mal gespannt. Lalalala. Ach, ja. Ich mach ein bisschen hier ein bisschen Musik dabei. Oh ja, genau. Das wäre gut. Das wäre echt super. So, und wenn ihr dabei gewesen seid, wie wir die Open Beta getestet haben, Freunde, ne? Da habe ich doch immer gesagt. Was habe ich immer gesagt? Was war mein zweiter Spruch mir jedes Mal? Mann, sieht da das geil aus. Alter, guck dir die Wellen an. Guck dir die Wellen an. Die Wellen sind so Hammer. Das Wasser ist so, das ist sowas von cool. Ist der Hammer. Oh Gott, jetzt kommt schon wieder dieses, mir wird schon wieder schlecht. Von Nordwesten. Hui. Okay, da hinten hat jemand Leuchtmunition abgeschossen. Wo? Gerade voraus. Ich hoffe, das ist keiner. Ja, wie gesagt, also wir haben ja noch keinen getroffen, also. Boah, ist das Wellengang, ey. Ja, muss ich auch sagen. Alter Freund, hier ist echt stürmische See. Ich denke mal, da vorne ist die Insel. Ich hoffe, da sind wir richtig. Ja, warte, soll ich mal in meiner Karte. Ich gehe mal runter, in der Karte gucken. Check mal die Karte ab. Ich hoffe, ich konnte dich da jetzt drauf. Ne, wir sind richtig. Wir sind richtig, alles klar, wer ist der Kram? Alter Schwede, also wenn du unten bist, das ist dann nochmal übler. Ich stell mich mal vorne hin, so aller Titanic. Boah. Alter Freund, mein lieber Mann, das wackelt. Ist das die kleine Insel da? Da, ja. Da rechts? Da rechts? Okay, genau. Dann versuchen wir das mal da hin zu operieren. Boah. Wir müssen, glaube ich, auch so ein bisschen gucken, dass wir unser Schiff nicht verschrotten. Das muss ja nur auch nicht sein. Ach so. Ja. Aber das hatten wir ja in der... Nein, hatten wir nicht. Das haben wir auch so ein bisschen probiert. So. Oh, was jetzt? Die Insel. Carnacle Bay. Cay. Oh mein Gott. Reiß mal das Segel hoch. Segel. Hab ich. Versuche ich. Schmeiß mal die Bremse rein. Ah! So geht das Segel nicht hoch. Ach, scheiße, falscher. Bremsen! Schmeiß den Anker runter! Ich kann nicht bremsen! Ah. Ah. Ja, das ist doch verflucht. Wir haben ein kleines Wasserproblem, schätze ich. Ach, du grüner Gott. Anker ist unten. Alles klar. Ja, ist gut. Wir haben es ja auch geschafft jetzt. Wir sind jetzt sozusagen... Oh ja, ist ein bisschen Wasser. Oh, ein bisschen viel Wasser. Scheiße. Wo ist Holz? Ich wusste das. Alter Freund. Holz. Ja. Holz. Wo ist denn hier unten? Ach da. Nee, ist ja alles nass da unten. Geh du mal. Machst du das gerade? Ich hab kein Holz. Bananen. Scheiße. Nein, ich will. Geh doch mal weg da. Oh, wie schnell das sinkt. Das gibt's doch nicht. Guck erfolgreich. Nein, ich brauch Holz. Muss ein Holz hier. Hier sind überall Löcher drin. Kannst knicken. Wir haben kein Holz. Wieso haben wir kein Holz? Ja, das müssen wir sammeln. Hat mir nicht irgendwo. Aber immerhin ist hier eine Insel. Bananen. Nee, mit Bananen kannst du nicht da reinstopfen. Munitionskiste. Ach, wunderbar. Nein, wir brauchen Holz. Holz wäre super. Ey, Holz wäre eine tolle... Ach, großartig. Kein Holz. Willst du mal auf die Insel und Holz suchen? Ich schöpfe in der Zeit. Ja, ich geh dir mal... Ich spring mal ins Wasser. Jetzt haben wir einen Salat. Ach, klasse. Boah. Schnell das. Ist ja auch nicht so, dass voll läuft. Oh. Geht mir vom. Oh, gut. Autsch. Ich wurde gerade. Was ist hier passiert? Ich wurde in Luft gesprengt. Von? Von wem? Da war gerade so ein Skelett. Fähre der Verdammten. Bist du tot? Wo bin ich jetzt denn?
Fähre der Verdammten. Ach du Grüne, da hatte einer so ein Kanon hier, so ein. Nein, wo bin ich jetzt denn? Ich bin auf der Fähre. Tot. Auf der Fähre der Verdammten. Ah. Ach, na super, das heißt? Ja, du kommst gleich wiederbeleben, irgendwie. Ey Kumpel, lass mich mal wieder zurück. Ey Kumpel, ich will zurück. Ich geh mal hier von Bord. Wie komme ich denn wieder zurück? Aha, Fähre der Verdammten. Ich meine, auch cool gemacht, ne? Muss ich mal sagen. Definitiv. Ach hier, geh ins Licht. Ich geh mal ins Licht. Kann ich nicht? Nein, kann ich nicht. Doch, kann ich. Ich bin wieder da. Erstmal. Super, ich habe gerade Holz. Ich hole gerade Holz. Ach. Hast du die umgelegt oder was? Nee, aber da waren Fässer da. Bin ich erstmal dran. Okay, schon. Geht auch. Wieder hoch. Ach, denn. Da haben wir ja Schwein gehabt, dann haben sie die Typen gerade gesprengt. Na toll, jetzt geht unser Schiff gerade unter. Ich hab doch Holz. Mann. Nein. Oh, Skelett. Ich sehe gerade. Okay. Ja, jetzt sitzen wir hier ohne Schiff. Na toll. Hör, pass auf, da ist wieder so ein Bombenmann. Wow. Überlebt. Mist. Unser Schiff, ja, und jetzt? Das guckt da so raus. Ich glaube, wir sind so ziemlich am Arsch. Na okay, pass mal auf. Dann müssen wir es auf diese Art und Weise hier irgendwie überleben. Bauen wir uns ein neues. Wie kriege ich denn hier Holz? Nee, Holz kriegst du in den Kisten. Ach, nur Kisten. Ich muss Kisten suchen. Okay, wir müssen Kisten suchen. Da, hier. Ah, da. Ich habe genug Holz. Mehr kann ich nicht nehmen. Oh, da ist schon wieder einer. Vorsicht. Vorsicht. Oh, oh, oh. Oh Gott, schon wieder so ein Kistentyp. Ah, weg hier, ich komm nicht weg. Oh. Also jetzt muss ich erstmal hier Bananen essen. Holzbretter, na super. Ich hab keine Bananen. Unser Schiff versenkt. Das klappt ja echt, das ist ein super Start. Ich finde auch. Bauen wir jetzt ein neues Schiff, oder wie? Na ah, toll, wo kriegen wir ein neues Schiff her? Wir müssen einfach so lange hier überleben, bis einer anlegt. Dann klauen wir denen das Schiff. Was haben wir hier denn? Hallo? Aufnehmen? Weißgefiedertes Huhn? Was? Ich habe ein weißgefiedertes Huhn. Oh, da hinten ist ein Schiff. Am Horizont. Hallo? Ja, die kommen hierher und schlachten uns ab. Pass mal auf. Ich sehe, das kommt. Wer schießt denn auf uns? Ich. Ach, das kommen zwei mit. Zwei mit so einem Ding. Ach, zwei Kanonen, Jungs, hier. Mach mal die. Genau. Erstmal. Einfach wegrennen. So. Upsala. Was bin ich schon wieder hin? Nein. Ach, hier, jetzt weiß ich wieder. Hier im Wasser. Wie du bist schon wieder hin? Ja. Ich muss warten. Ich muss ein Momentchen warten, bis die Tür aufgeht. Okay. Ja, ich bin schon wieder hin. Da fahren welche mit einer großen Galeone vorbei. Warum sterbe ich denn immer? Hey Kumpel, mach mal die Tür auf. Ich will nach Hause. Weißt du, ich bin ja schon viel zu lange hier. Lalalala. So. Die Türe öffne ich. Jetzt geht die Tür auf. Alles klar. Jetzt darf ich zurück. Yes. Das ist aber cool gemacht. Das Problem ist aber jetzt, wir haben kein Schiff, ne? Ja, aber ich glaube. Warte mal, wenn ich dich gleich finde. Ich höre Musik. Nein, wo ja, bin ja, ich jetzt ja. denn? Wo bist denn du? Ich bin wieder am Anfang. Ganz am Anfang? Ja. Warte, dann komme ich zu dir. Ich weiß nämlich, wie man da hinkommt. Ah. Okay. Wie? Weil hier im Wasser ist doch diese Meerjungfrau mit ihrem Leuchtsignal und ich glaube, da kann ich mich dann zu dir hinporten. Aha. Ich versuch mal. Unser neues Schiff steht auch schon wieder parat. Na siehste. Da. Alter, was du bist, ich weiß mal nicht, wo du bist. Ich komme jetzt gerade. Ich bin immer noch auf der Insel gewesen. Aber das ist hier eine andere Insel. Ach so, warte mal. Guck mal. Da ist unser Schiff. So, meine Tasche ist voll mit. So, ich bin da.
Wo kann ich denn mal. Ach, das Holz. Siehst du, Holz, Kanonen, Kugeln. Alles klar. Bananen habe ich gar nicht. So, ich sehe dich. So, unser Schiff ist da. Du siehst mich? Juhu, ich bin auch wieder da. Ach, da. Oh Gott, ich bin erschrocken. Mein Gott, lass was bleiben. Das war auf Kanonenkugeln. Ich habe doch. Hier war irgendwo da. Benutzen. F. Wieso kann ich die nicht benutzen? Die können die Kiste. Okay. Was haben wir hier denn noch? Holz. Hier sind Holzbretter. 15 Stück. Oh. Direkt hier oben. Ach so. Oben drauf. Mist, die habe ich nicht gesehen. Ich wusste aber, da waren Holzbretter. Miste. Naja. Naja, gut. Kostümtruhe. Was haben wir denn hier Feines? Ach so, da können wir nochmal. Hm? Warum habe ich denn so ein Bauchverband an? Okay. Ich finde aber das neue Schiff auch viel schöner als das ist viel, viel, viel besser. Viel besser. Viel besser. Ausrüstungstruhe. Was haben wir hier denn von Feines drin? Ach, da kann ich Kram reinlegen bestimmt, ne? Die kann ich nicht. Kann ich nur rausnehmen. Okay. Klamotten. Und was haben wir hier? Schnappes. Können wir uns richtig den Kanal geben, wenn es sein muss. So, das war es wieder. So, wir müssen immer noch nach Barnacle Cay, glaube ich. Oder hat sich das geändert jetzt auf deiner Karte? Nee. Ich muss mal schauen. Nee, habe ich immer noch. Wir haben den Schatz ja noch nicht gefunden. Dann müssen wir jetzt erstmal ziemlich weit nach unten segeln. Der Schatz ist am. Warte mal, was sollten wir denn da holen? Kann ich das irgendwo lesen? Nee, ein Schatz. Also auf der Karte ist irgendwo, glaube ich, ein rotes X oder so. Ja, das ist ein rotes X. Da waren wir auch schon. No, nur die, so viel Token. Die Frage ist nur, ob wir da graben müssen oder ob das. Ja, da, ja, genau. Wir müssen graben. Mhm, genau. Ah, okay. Gut, dann, was haben wir hier denn? Arsenal. Oh. Welche Waffe möchtest du austauschen? Alter, oh, das ist ein Scharfschützengewehr. Cool, das ist doch mal das Feine. Ja, das finde ich doch mal gut. Cool. Da ist auch Munition drin? Ja, ist Munition drin. Das ist aber was Feines, das gefällt mir. Das ist doch, ja, ne? Nehmen wir. Nicht schlecht. So, steck das Ding mal wieder ein. Ich würde mal sagen, lass uns mal. Alter, schlechtes Wetter. Das war doch jetzt geradeaus, ne? Gleiche Richtung. Na gut, testen wir das Ganze nochmal. Nummer 2. Genau. Auf geht's. Oh, Mist. Also. Christian, also diesmal versuchen wir das ein bisschen ruhiger anzugehen. Alles klar. Achso, warte, Segel. Auf geht's. Segel setzen. Wind kommt von vorne. Okay. Ja, bin ich jetzt richtig Richtung? Das habe ich jetzt gar nicht geschaut. Nach Süden. Südwest ungefähr müssen wir so. Ich glaube, du fährst ganz gut. Ganz richtig. Ich glaube, da hinten ist er. Nee, das dauert noch. Wir müssen erstmal an zig Inseln jetzt vorbei, weil wir ziemlich im Norden jetzt starten. Ach so, na gut, ne? Vollgas voraus. Jawohl. Jetzt versuchen wir es in Nordwest zu halten. Brauche ja nicht die ganze Zeit hier rumhocken, ne? Das segelt ja alleine das Gerät. Ja. Wo sind wir denn? F. Oh doch, wir haben noch ein Stück vor uns, das stimmt. Aber was mich jetzt wundert, wir haben noch keinen anderen gesehen, ne? Doch, anderes Schiff haben wir gesehen, das haben wir gesehen. Genau, genau. Aber es ist jetzt nicht so, dass das hier extrem überfüllt ist. Nee, das stimmt. Das kann aber auch sein, dass wir sind noch kleine Noobs, ne? Ja, so. Ich weiß ja nicht, ob die auch mehrere Server haben, dass immer nur so eine gewisse Anzahl von Schiffen auf einem Server sind. Keine Ahnung.
das wird ja Sinn machen. Natürlich, das kann natürlich sein. Und ich denke mal, ich hoffe mal, dass das so oft wirklich so ist, dass man sagt, die Anfänger von Level so und so bis so und so sind zusammen auf einem Server und dann geht das stufenweise rauf, weil sonst hast du echt keine Chance, wenn da so eine große, ein großer Kahn ankommt, der sagt, ne, euch nehmen wir mal mit, mein Freund. Genau. Das kommt dann immer noch drauf an, was du für Leute triffst. Manche interessiert das ja gar nicht, wenn da so eine kleine Schaluppe ankommt. Manche haben aber einfach nur Bock, die Leute zu ärgern. Eben, und das ist ein bisschen nervig. Ja. Das ist ja, weißt du, dieses, ja, wie bei anderen Spielchen so, ne? Hm. Die das so machen in dieser Hinsicht. Da hast du null Chance. Und das finde ich schade. Das zerstört an der Spielspaß auf jeden Fall. Stimmt. Wie H1Z1 zum Beispiel, ne? Gutes Beispiel. Ja. Da kommst du als Neuling rein, willst du was machen, weißt du, und dann, ja, du hast ja nix. Und dann wirst du nach 5 Minuten wirst du von jedem Scharfschützen erschossen, weil er es toll findet. Richtig. Und das finde ich immer sehr ärgerlich, weil du kannst ja eh nichts machen. Das finde ich echt schade. Ich hoffe, das haben sie, aber die Welt, guck dir mal das Wasser an. Ich bin ja sowas immer noch. Ich glaube, das werde ich in jeder Folge sagen, Freunde. Ich finde das so cool. Ich finde das Wasser echt geil, richtig geil gelungen. Definitiv, ja. Also das muss ich echt mal sagen. Sieht aus wie echt. Das ist schon sehr, sehr cool. Pass mal auf, ist der Wind, von wo kommt denn der? Von vorne. Der Wind kommt von vorne, ne? Mhm. Da kriegen wir wenig Speed. Ich wollte schon immer mal die Leiter raufklettern. Nein, habe ich schon ein paar Mal gemacht. Ich gucke mir die Sache mal von oben an, mal sehen, wie es aussieht. Alles klar. Ah. Siehst du wohl. Sieht gut aus. Was haben wir denn? Flaggenanpassung öffnen. Ah, eine Flaggenanpassung haben wir ja. Ah, cool. Regenbogenflagge. Was haben wir Feines hier? Totenkopfflagge und Totenkopf. Rote Flagge. Oder rot ist auch gut. Was ist denn mit der? Oh, was passiert? The Crook Must. Wo ist das denn? Ach, da hinten. Okay. So, Flagge ist oben. Jawohl. Das ist so eine Zielflagge. Ja. Nee, lieber abnehmen. Nee, nicht, dass ich nachher meine, ne? Wir sind hier das Ziel. Geh gleich los. Was haben wir hier? Die schwarze nehmen wir mal. Wir sind pestverseucht hier. Die dürfen nicht näher kommen. Sehr gut. So. Kann ich auch wieder runter? Ja. Rutsch. Geil. Runter geht schneller. Zack. So. Kanone benutzen. Kannst du ja. Kanone laden. So. Alles klar. Boah. War nur mal so ein Test. Ich lade das Gerät mal. So. Kann ich auch wieder weggehen? Weißt du noch in der Alpha oder Beta, wo dann wir uns da reingesetzt haben und dann juhu! Könntest du Leute durch die Gegend schießen. Ach stimmt ja, das war das. Genau. Ich weiß, das geht jetzt glaube ich nicht mehr, ne? Nee. Doch. Kann ich loslassen? Ja genau, ich lade mal beide Kanonen. Sicher ist sicher, ich lade die mal. Das ist gut, ja. Mal auf, Kanone laden. Super, dann sind die Wesen, ne? Falls hier mal ein bisschen dicke Luft ist, dann, ne? Achso, kannst du nochmal auf die Karte gucken, ob wir da richtig fahren? Ich guck mal, ich lauer mal auf die Karte. Boah, wir sind gar nicht mal so schlecht. Karte. Oh, wir sind schon im Zielbereich. Ah. Erfolg freigeschaltet. Auf zum Horizont. Stich zum ersten Mal in See. Genau, und diesmal versuchen wir den Karten nicht abzusenken. Guck mal auf, das haben wir. Unsere Insel müsste mehr links sein. Okay. Ist die das da vorne? Ja, ich guck nochmal sicherheitshalber auf die Karte nach. Ja, wir fahren jetzt sozusagen
Ach, ja, dann ist das die kleine. Ja. Gleich stramm drauf zu. So, ich regel mal gleich den Segel, das ist das Segeldingens. Segelwinkel verstellen und Segellänge verstellen. Okay, pass mal auf. Wie war das noch gleich? Ach, doch, können wir ja Vollgas geben hier. Ich drehe mal den Apparat so ein bisschen. Ne, jetzt verkehrte Richtung, wir müssen in die andere Richtung. Komm schon. Los. Ja. Ja, jetzt bläst er sich auf. Da ist doch was. Guck an, du gehst voraus. Jetzt gibt's Vollgas. Genau. Da vorne ist die Insel. Die müsste links sein, da. Ja, genau, genau. Oh, oh, Fässer, Fässer. Ach, scheiße, kriegen wir nicht. Ach, da hinten. Das ist bestimmt von unserem alten Kahn. Ist ja alles versoffen da. Guck mal auf, ich sehe mal Segellänge. Zack. Also ich wollte nur mal darauf hinweisen, ich bin dreimal durch die Segelfahrprüfung gefallen. Echt jetzt? Mhm. Ich habe noch nie auf dem Kahn gestanden, also gesegelt. Doch einmal, stimmt, einmal habe ich es geschafft. Der war so schlecht. Also nicht in echt, also ich meinte jetzt hier im Spiel. Ja, also im echt bin ich da schon, also ich bin einmal gesegelt. Okay. Ich konnte das irgendwie gar nicht ab, war nicht meins. Okay. So, ich, Oh, da ist er. Da ist er. So, ich, So, Segel ist drinne. Jetzt rollen wir mit unserem eigenen, mit einer Kraft aber hin. Versuch mal ein bisschen dichter ranzukommen. Ganz ja, ich versuche vorne an den Strand zu fahren. Also davor zu fahren. Jetzt haben wir, glaube ich, gar keinen Speed mehr. Stehen wir jetzt stille? Ah, wir kosten ein bisschen hier. Ja, doch, nur können kommen wir. Ja, ja, ja. Ganz dezent da ranfahren, wenn wir mal kurz an. Ne? Ich ziehe das an. Anklopfen. Segel rein, komm. Hopp, hopp, hopp. Ja, Segel ist drin, alles klar. Und Wolf. Anker. Perfekt. Jetzt Anker, genau. Ah, perfekt. Na, guck mal, ist doch eine perfekte. Ja, würde ich sagen, weißt du was? Und die Zeit ist, also hier, die Folge ist durch, Freunde. Ich würde mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ist der Anker eigentlich fest jetzt hier? Ich glaube. Doch, ist fest. Ja, jetzt so langsam stehen wir auch hier. So, mal sehen, was wir hier finden. Und das seht ihr in der nächsten Folge. Wir sagen doch mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Da hoffen wir, dass es euch gefallen wird. Es wird wieder dunkel. Ach nee, schlechtes Wetter. Ach, großartig. Wie gesagt, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen da, schreibt was in die Kommentare und nicht vergessen, ihr wisst Bescheid, auf den Abo-Button drücken. Denn so verpasst ihr keine Folge. So wisst ihr, was immer auf dem Kanal los ist. Meine Güte, ich habe Knoten in der Zunge. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.